So, also es gibt drei Gruppen. Jede Gruppe geht man zu einem Hütchen. Also er startet an der dünnen blauen Linie und probiert von hier aus einen von den Reifen zu treffen. Wenn ihr den kleinen Reifen trefft, also werfen, wenn er den kleinen Reifen trefft, bekommt er 2 Punkte. Wenn er den großen Reifen trefft, bekommt er 1 Punkt. Wenn er den Ball geworfen hat, geht er euren Ball holen und stellt euch wieder hinten in der Gruppe an. Jeder zählt für sich die Punkte, aber die werden nachher im Team zusammengerechnet. Ja? Also wenn jeder von euch 2 Punkte hat, habt ihr am Schluss 8. So, nächste Runde. Jetzt nimmt ihr alle den Ball nach oben in die Hände und probiert den Ball in Pritschhaltung in den Ring zu werfen. Also Ball in die Hände und dann übers Netz. Ja. Auf die Plätze, fertig, los! Direkt getroffen. Ja, gut, Leda. Wenn das klappt, könnt ihr aber probieren, den kleinen Reifen zu treffen. Nicht immer nur auf Nummern sicher gehen, ja? Ihr legt euch den Ball in die Hände, werft euch den Ball hoch und pritscht den dann rüber in den Reifen. Also in die Hände, hochwerfen und pritschen. Nach Möglichkeit den Reifen treffen. Und los! Ja, gut, Mia. Carla, erst einmal anwerfen, dann pritschen. Erst selbst hochwerfen, dann pritschen. Gut. Okay, und stopp. Nochmal Punkte zusammenrechnen.